Herr Grub, Sie haben heute die zweite Bundesligamannschaft vom KSC hier begrüßen dürfen. Was war es heute für ein Erlebnis, für ein Event für den ersten FC Bruchsal? Ja, das war ein ganz tolles Event. Wir haben nach knapp 4 Jahren, als wir damals im Pokal 3-2 nach Verlängerung gegen Karlsruher Sportclub im BFV-Pokal verloren hatten, heute noch einmal die Möglichkeit, den KSC als Gast beim ersten FC Bruchsal zu haben. War ein tolles Event. Ich glaube, wenn man gesehen hat, wie es organisiert war, war eine tolle Sache. Ich glaube, das Einzige, was halt nicht zu organisieren war, war das Wetter. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil sicherlich sonst mehr Zuschauer nach Bruchsal gekommen wären. Aber das sind Dinge, die lassen sich halt nicht organisieren. Und da hatten wir einfach ein bisschen Pech, was das Wetter angeht. Ansonsten war es eine gelungene Geschichte. Mit dem KSC war ein tolles Erlebnis für die Spieler, für die Zuschauer. Unterm Strich eine gelungene Sache. Der Sponsor des KSC, Kleibermarkisen, hat ja das Spiel versteigert für 8.000 Euro und das Geld ist an die José Carrera Leukämie Stiftung gegangen. Wie wichtig war heute im Rahmen des Events dieses Wohltätigkeitselement? Ja, für uns als ersten FC Bruchsal ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit gewesen, uns so zu präsentieren, wie wir das wollten. Über die José Carrera Stiftung hatten wir mit der Graf Hardenberg Gruppe gemeinsam das Spiel ersteigert. Letztes Jahr. Die Firma Ratschek Schiefer hatte ein Golfturnier in Bruchsal und der Ralf Kleiber hatte für den Golfclub Bruchsal in einer Versteigerungsauktion seinen ihm zustehenden, als Hauptsponsor zustehendes Sponsorenspiel da versteigern lassen. Wir hatten die Möglichkeit, es zu ersteigern für die 8.000 Euro mit der Graf Hardenberg Gruppe zusammen. Und ja, es ist für einen guten Zweck und da wir im Verein auch viele soziale Dinge machen, wir hatten auch einige Dinge getan, was mit den Flüchtlingen zu tun hat. Wir haben einige muslimische Gruppen, die wir hier aufgenommen haben. Und wir machen relativ viel in dem Bereich und von daher gesehen war das eine tolle Geschichte. Das war für uns eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, da geht es jetzt nicht nur um kommerzielle Dinge, wo wir dann unbedingt Geld damit verdienen, sondern unterm Strich eine Sache, wo man eine gute Stiftung, eine tolle Sache einfach unterstützen konnten. Wie haben Sie es heute sportlich gesehen, also zum Spielverlauf, zum Spiel insgesamt? Ja, zum Spiel muss man ganz einfach sagen, wir haben gestern Abend gegrillt, vorgestern einmal trainiert und ich meine, das sagt ja relativ viel aus. Der KSC ist, glaube ich, jetzt in der dritten Trainingswoche, wenn ich es korrekt weiß, sie war im Lauftrainingslager und für das muss ich sagen, 5-0 aller Ehren wert. Ich habe gesagt, alles was unter 8-9-0 abläuft, wenn man gegen einen Zweitligist spielt und wirklich zweimal jetzt trainiert hat und das eine war eigentlich mehr so ein Kameradschaftsabend, dann war das eine tolle Leistung von der Mannschaft, Chapeau, Hut ab, 5-0, teuer verkauft. Wichtig war bei uns, dass sich niemand groß verletzt. Beim KSC hat sich ein Spieler leicht verletzt, habe ich mitbekommen. Der Ingo Wellenreuther konnte vorhin auch noch nicht genau sagen, was er hat. Da drücken wir natürlich vom ersten FC Bruchsal aus ganz fest die Daumen, dass der Spieler in absehbarer Zeit auch wieder einsatzfähig ist. Ja, und ansonsten muss ich einfach sagen, für uns war es ein Aufgalopp für die Vorbereitung jetzt und da geht es jetzt auch richtig los. Insofern ja, kann man nur noch mal sagen, herzlichen Dank an KSC, an Ralf Kleiber, an die José Carreras Stiftung und vor allem auch an den Golfclub Bruchsal, der uns das mit der Ersteigerung an dem Turnier überhaupt erst ermöglicht hat. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an alle und für uns war es eine gelungene Aktion. Es war ja das erste Spiel für die Mannschaft unter dem neuen Trainer Hachim Oaki. Wie gut klappt die Zusammenarbeit und was meinen Sie, was konnte er bis jetzt bewegen, auch wenn jetzt die Saisonvorbereitung erst vor ein paar Tagen begonnen hat? Ja, also ich habe den Hicham Waki jetzt seit 3 Monaten kennengelernt und ich muss wirklich sagen, also ist ein brutal engagierter Trainer, bringt sich wahnsinnig mit ein und ich glaube, dass der Verein und auch die Mannschaft langfristig von ihm profitieren wird. Ich wünsche mir in dem Fall wirklich, dass die Mannschaft das auch umsetzt, was er will. Er geht sehr professionell an die Sache ran und ich hoffe, dass die Spieler dementsprechend da auch mitziehen. Und wenn das Spieler und Trainer mit dieser Professionalität, mit dem richtig tollen Engagement vom Trainer da gemeinsam alle an einem Strang ziehen, da glaube ich, dass da auch sich schön was entwickeln kann. Was können Sie zu den Neuzugängen und zu sonstigen Neuigkeiten sagen? Nix. Oh.
Ihr Trainer, Ihr Kapitän hat gemeint, dass er guter Hoffnung ist, dass man nächste Saison recht erfolgreich spielen kann, oben mitspielen kann. Wie sehen Sie das und was haben Sie für Ziele mit der Mannschaft? Ja gut, die Ziele sind so, dass wir sicher oben mitspielen wollen. Da gebe ich unserem Kapitän, dem Isaac Haikun, völlig recht. Aber auch vor einer Runde ist natürlich immer relativ schwierig. Es lässt sich nicht alles planen. Es ist auch wichtig, dass man in einer Runde gesunde Leute hat, wenig Sperren. Da sind so viele externe Einflüsse, die damit eine Rolle spielen, um am Ende wirklich ganz oben zu stehen. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und ich hoffe, dass wir das Glück haben, dass wir zumindest unter den ersten 3, 4 mitspielen können. Man muss aber auch, glaube ich, ganz vernünftig das betrachten und muss sehen, es gibt Weinheim, was für mich ein Top-Favorit ist, VfR Mannheim, Heddesheim als Aufsteiger mit einem Mega-Etat anscheinend. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das ist ja kein normaler Aufsteiger. Die schmeißen mit Dingen um sich, wo man sagen muss, okay, da kann normaler Verbandsligist ja gar nicht mithalten. Also es ist exorbitant, was da von unten auch mittlerweile nachkommt. Ich denke, die Liga wird wahnsinnig ausgeglichen werden. Es gibt eine steile Runde, eine schwere Runde. Von daher gesehen, man kann nicht sagen von vornherein, ich möchte da oben drin mitspielen. Mag sicherlich ein Wunsch sein, aber es ist halt leider auch nicht zu planen. Hoffen tun wir das, aber schauen wir mal.